haben. Das glaube ich nicht zum Anstand, dass man dann braucht es nicht verkaufen, wenn man so annimmt. Aber diese Sache ist natürlich auch entschuldigt. Ja, denn es freut mich, Alhamdulillah, bei euch zu sein. Ich glaube, das ist das zweite Mal. Das erste Mal haben wir einen Vortragsabend gehabt über einen alten Mushaf. Das ist ein Mushaf, der aus der ersten Zeit entstanden ist. Und heute wollen wir uns nochmal mit einer alten, neuen Thematik beschäftigen. So war es die Aufgabe unseres Propheten, die Menschen zur Religion Allahs einzuladen und möglichst viele Menschen in dieses Schiff aufzunehmen, das von Allah subhanahu wa ta'ala gerettet wird, ähnlich wie das Schiff, das von Nuh alayhi salatu wa salam, eine kennt die Geschichte, niemand hat das überlebt, außer diejenigen, die auf ihn gehört haben, die auf das Schiff gegangen sind. In diesem symbolischen Charakter, das Schiff des Islam ist das Einzige, das uns zu Allah subhanahu wa ta'ala bringt, das Einzige, mit dem man im Jenseits überleben werden kann, in diesem Sinne. Und die Thematik des Takfir ist zum einen eine Thematik, die den Islam schützt. Takfir ist ein Hukm Shar'i, das heißt, es geht hier um eine religiöse Angelegenheit, eine islamische Angelegenheit. Und es ist also auch Teil des Islam. Ja, die Thematik des Takfir ist keine Thematik, die dem Islam fremd ist, sondern sie ist Teil der Religion, aber sie ist eine islamische Angelegenheit. Und da sie eine islamische Angelegenheit ist, ist es unsere Aufgabe, diese Sache so zu nehmen und zu akzeptieren, wie sie auch in den Offenbarungen vorkommt. In den Offenbarungen meint ihr nicht im Koran, nicht nur das Prophet, sondern auch im Koran. Es ist nicht noch mehr. Und es ist nicht unser Recht, dass wir bei islamischen Angelegenheiten irgendwie unsere persönliche Meinung mit reinbringen oder dass wir das Ganze basierend auf unseren Gefühlen oder vielleicht Erfahrungswerten oder anderes beurteilen. Mit anderen Worten, der Muslim ist derjenige, den Allah und sein Gesandter als Muslim bezeichnet. Und der Nicht-Muslim oder der Kafir oder der Muschrik ist derjenige, der von Allah und seinem Gesandten als solcher bezeichnet worden ist. Das ist die Ausgangslage, wenn wir es hier mit religiösen Angelegenheiten zu tun haben. Genauso wie kein Mensch beurteilen kann, ob das Sahar, was du verrichtest, Gültigkeit besitzt, sahih ist, außer Allah und seinem Gesandten. Genauso das Gleiche gilt für diese Thematik. Und deswegen müssen wir uns da vollkommen auf die Offenbarung verlassen. Und danach ist auch wichtig für einen Muslim, das ist sehr, sehr fundamental, auch wenn es sich so anhört, aber wir leben nun mal in einer Zeit, und darüber sage ich euch bestimmt nichts Neues, in der wir Muslime unsere Religion oft eben nicht irgendwie aus dem Koran nehmen oder aus der Sunna des Propheten nehmen, das auch wahr ist. Das fängt ja eigentlich schon damit an, dass du vielleicht gar kein Arabisch verstehst und dass du gar keine ein Buch hast, wo drin steht, das ist die Sünde des Propheten, auf dem Barmherz. Gibt es bis jetzt in der islamischen Welt Versuche, das zu machen, dass es ein Buch gibt, in dem alles drin steht, was der Prophet gesagt hat, was er hat. Das ist meines Wissens nach, bis jetzt gibt es noch gar nicht. Ein einziges Werk war das, es wird daran gearbeitet, aber es ist noch nicht vollendet, aber es gibt Versuche. Und wir nehmen auch meistens unser Wissen nicht irgendwie von den bekannten Gelehrten der ersten Jahrhunderte. Und manchmal auch nicht einmal von den Großgelehrten der heutigen, neueren Zeit, sondern der Islam ist das,
ich einen Kurzclip zugespielt. Was sagt der Islam über das? Was sagt der Islam über das? Ja, als wäre die Religion so einfach zu beantworten in jeder Angelegenheit, als würde jede Sache für jeden Muslim gleich gelten. Das tatsächlich die Informationsquelle von vielen Leuten ist ihrer, der eine Eltern, der muslimische Freundeskreis. Ganz besonders merkt man, dass wir sind hier in einer nicht-muslimischen Gesellschaft, die Nicht-Muslime in deinem Kreis, zum Beispiel in deiner Klasse oder im Studium oder bei deiner Arbeit, die sehen dich als den Muslim und du weißt alles über den Islam. Genauso wie der Buddhist, wenn du einen triffst, denkst du, da weißt du alles über Buddhismus. Denken, was alles für Islam. Ich würde dich fragen, ja, wie ist eigentlich im Islam mit der Scheidung? Wie ist eigentlich im Islam mit Mehe? Wie ist eigentlich im Islam mit Krieg und Frieden? Wie ist eigentlich, als wärst du, ja, so ein Chef Islam, den man nicht in Deutschland nicht entdeckt hat. Ja. Und das ist ein Problem. Oder viele von uns, Religionen, nehmen dann unsere Religion zum Beispiel aus bestimmten sozialen Medien und kann natürlich keine Daten machen für irgendetwas, aber das ist leider die Realität. Und wir müssen lernen zu hinterfragen. Ja, wir müssen lernen zu hinterfragen, im positiven Sinne. Also nicht einfach alles stucken, was man uns erzählt, sondern hinterfragen, hat das Wort Hand und Fuß, wer hat das gesagt, woher kommt das Wort? Ja. Und das ist eine Sache, die vielen Muslimen fehlt. Und dann wird eben diese Thematik des Takfir zum Beispiel, das heißt ein Beispiel von vielen der islamischen Religion, dieses Beispiel kann dann etwas Gutes sein, kann aber auch missbraucht werden. Gut ist es, ja, wenn es so benutzt wird, wie Allah sein gesagt hat, es uns gegeben hat, weil es soll ja den Islam schützen und bewahren. Es soll ja klar sein, der Muslim ist, der das und das und das und das macht. Ja? Der Christ, das und das sind seine Eigenschaften. Der Heuchler, das und das sind seine Eigenschaften. Der Jude, der Polytheist und so weiter. Da kommt jemand und sagt, ich bin Muslim, dann werde langsam. Wenn du Muslim wärst, dann würdest du das und das und das und das machen. Verstehst du? Das heißt, du schützt man ein falsches Bild über den Islam durch Schein-Islam. Kennt ihr nicht das Beispiel in eurer Umgebung? Nicht alle in eurer Familie und Freunde sind alles ultra-religiöse Menschen. Ja? Und dann sagt einer zu dir, ja, wie zum Beispiel sagt, ja, ich esse das nicht, weil das ist in meiner Religion verboten. Will man, klares Beispiel, ich trinke keinen Alkohol, ja, weil das ist im Islam verboten. Und dann sagt dir jemand aus der Familie, ja, so, du bist auch ein Gläubiger Moslem. Der trinkt auch Alkohol, wenn wir zusammen sind. Ja, der betet auch nicht jedes Mal, fünfmal pro Tag und so, das ist so. Der treibt auch nicht so wie ich. Ja, das ist das Moment. Ja, ich will nicht sagen, dass der Mensch kein Muslim ist, aber es geht darum, zu differenzieren, klarzustellen, das ist Islam und das ist eben nicht Islam. Oder zumindest teilweise, das ist eben nicht Islam. Ja, und das ist die positive Sache bei dieser Thematik. Die negative Sache ist, wenn die dann falsch angewandt werden und wenn Leute deswegen glauben, dass sie missichtig werden, die das nicht verdient haben und man mit dieser Thematik sie mehr anwendet, als sie eigentlich angewendet werden darf. Das ist ein kleiner Einstieg dazu. Und jetzt würde ich unseren Bruder darum bitten, dass er schön, laut, deutlich liest, nicht jeder hat das Buch unbedingt in der Hand. Und deswegen, dass wir alle gut verstehen können. Aber auch zügig, weil wir schauen alle unsere Zeit nutzen müssen. Aber das ist noch eine wichtige Sache. Wir haben heute nicht vor, das ganze Buch durchzumachen. Und ich habe auch gar kein Ziel gesetzt, weil ich finde, die Thematik ist wichtig. Und entweder man ist hier und man will es richtig lernen, dann soll man Geduld haben und nicht sagen, wann wir den Buch fertig. Das ist so natürlich. Das Buch vielleicht fertig in einem Jahr, zwei Jahren, 10 Jahren, je nachdem, wie wir auf uns dann. Ich will etwas Richtiges lernen. Ich
hier so richtiges vermitteln. Und da gibt es auch dran, wenn du die Eile nicht eilig hast, kannst du die Aufnahme nachher nehmen und das dann mit doppelter Geschwindigkeit anhaben, ein Dreifacher, das ist dann deine Sache. Okay? Deswegen haben wir auch keine Eile und haben so halt über Zeit ein bisschen sicher. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Wenn er ein bisschen schräg, der soll ein bisschen die gesamte Zeit geben, damit er einen Teil davon ein bisschen bekommt. Wir beginnen mit dem Vorwort. Bismillahirrahmanirrahim. Mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Alles Lob gehört Allah und sein Segen und seine Barmherzigkeit sein auf seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Thematik des Tekfir sorgt, obwohl sie eine unter den Fakt-Bewerten schon lange ausdiskutierte Angelegenheit ist, noch immer für Turbulenzen unter den Muslimen. Die Gelehrten der Rechtsschulen haben sie ausführlich behandelt und dennoch blieb es bei gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Anerkennung. Auch wenn man hier und da unterschiedliche Positionen eingenommen hat, doch wer liest in den alten Quellen? Wer hat überhaupt Zugang dazu? Und wer, der den Fiqh studiert, gelangt in den Muamalat-Bereich? Allah sei uns gnädig und schenke uns nützliches Wissen. Al-Kufr, der Unglaube. Unter dem Begriff Takfir versteht man das Verurteilen eines Menschen als Kafir. Mit dem Begriff Kafir, der unterschiedlich übersetzt wird, ist fortan jede Person gemeint, die kein Muslim ist. Oft wird der Begriff im Deutschen mit Ungläubiger wiedergegeben, womit fortan dasselbe gemeint ist. Zunächst befassen wir uns mit dem Begriff Kufr. Definition. Das Wort Kufr bedeutet sprachlich das Bedecken, Verdecken. Daher bezeichnet der Koran den Baum als Kafir. Schließlich verdeckt er das Korn mit Erde. So sagt Allah, es ist wie das Gleichnis vom Regen, dessen Pflanzen wuchs, den Kuffar gefällt. Ebenso wird das Wort Tekfir für die Tilgung der Sünden verwendet. Also Kuffar ist der Bruder von Kafir. Kafir ist der Bauer in diesem Vers. Ja, und dann. Ebenso wird das Wort Tekfir für die Tilgung der Sünden verwendet, da die Sünden bedeckt werden und man nicht mehr dafür belangt wird. Die Sühnetaten, die man nach dem Vergehen vollzieht, nennt man Kafara. Welches auch? Genau. Hab schon gehört, Kafara. Kafara ist Kafara. Sie. Ja, ja, das ist etwas, was man macht, um die Sünde im Grad loszuwerden, zu verdecken. Ja, also man macht praktisch durch die Kafara Kufur, kann man sagen. Ja, weil man verdeckt die Sünde. Ja. Allah sagt, ويكفر عنكم من سيئاتكم das heißt, er macht Kufr mit euren schlechten Taten. Ja, das heißt, ihr werdet verdeckt. Und man sagt auch, dass der Unterschied zwischen, dem Takfir der Sünde und dem Maghfirah oder Afu ist, dass bei dem einen die Sünde quasi verdeckt. Satan nennt man es auch. Ja. Bei der anderen Sache verschwindet die Sünde ganz. Dann hast du natürlich noch besser. Nur das, kennt ihr den Hadith, wo das Allah subhanahu wa ta'ala den gläubigen Menschen am Tag der Auferstehung, wenn er mit ihm leichte Abwäschung, so eine Hesad oder Hesir macht? Was passiert dann? Sagt ihm, hast du nicht die Sünde so und so am Tag so und so gegangen? Sagt er, hast du nicht die Sünde so und so am Tag so und so gegangen? Sagt er, ja, das sagt es ihm, damit der Gläubige eingesteht. Weil der Gläubige sieht alles ein. Alles, was der Fehler macht, er sieht es ein. Weil er weiß, er hat einen Fehler gemacht. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer Allah, das gegenüber zu gestehen und ihn dann um seine Barmherzigkeit zu bitten. Es gibt keine Tränen außer diesem. Ja. Und dann sagt Allah, sieht er zum Gläubigen, der macht jetzt sein Bestück. Was sagt er zu ihm? Ich habe bezüglich der Sünde, die du gemacht hast, Dunya mit dir Satan gemacht. Das heißt, ich habe sie für dich verdeckt. Ja. Und deswegen werde ich mit dir, mit diesen Sünden auch für dich Satan machen. Ja. Das ist, nennt man Satan Takfir. Ja. Das wird. Aber das heißt, die waren noch da. Die sind stand da und wurde ihm vorgelesen. Jetzt gibt es aber auch manchmal Sachen, dass die Sünde ganz wegradiert wird. Machen. Dass du erst gar nicht davon erfährst. Weil diese Situation ist so schlimm.
Angst sein, dass sie nicht einmal stehen können. Allah sagt in Surah Al-Jathiyah, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. Du wirst sehen, wie jede einzelne Gemeinde auf ihren Knien unterfällt. Aber diese Situation hält kein Mensch mehr auf. Da bist du es nicht. Hast du nicht nötig, dass du dir auch noch sagst, was du alles falsch gemacht hast. Du hast Angst vor der Abwechslung. Bei der Abwechslung wird man noch hergleichen. Deswegen ist es noch besser, wenn sie gar nicht erst aufgeschrieben werden. Wie erreicht man das? Wie geht das? Dass meine Sünde mir geht und dann, dass sie wieder weggemacht wird. Gar nicht erst aufgeschrieben werden. Ja, den schnell wie möglich taugen musst. So schnell wie es geht. Ja. Warum? Naja, weil die Engel schreiben gar nicht sofort auf. Schreiben gar nicht auf. Die warten 6 Stunden, bis sie aufschreiben. Wenn du vor Ort auf Gott auf das machst, in die Mitte. Ja. Deswegen darf man niemals sagen, Haras und Schwander, eines Tages zum Heilhajj. Ja, eines Tages, wenn ich alt geworden bin, werde ich taube auf meinen Herrn. Geld, nein, das war das, was das widerspricht den religiösen Texten. Allah will es uns beeilen. Ja, das, wie gesagt, damit wir das Wort verstehen, weil es ist ja auch wichtig, diese Sachen zu wissen. Jetzt kannst du sagen, ja, darum geht es uns jetzt gar nicht. Thema Takfir, ja, du hast recht, aber ich muss ja erstmal, wenn ich eine Ayah sehe im Koran und da kommt dieses Wort drin vor oder ein Hadith sehen, dass ich erstmal verstehe, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, das Wort zu verstehen, sprachlich. Damit ich auch jeden Hadith richtig einordne. Ja. Deswegen ist dieses Vorwort wichtig. Ich kann nicht davon ausgehen, dass das, was im Hadith steht, das ist, was ich verstanden habe. Es könnte auch, dass ich falsch verstanden habe. Deswegen ist diese sprachliche Erklärung eine große, wichtige Bedeutung. Jetzt kommen wir zur religiösen Bedeutung. Die religiöse Bedeutung lautet der mangelnde Glaube. Ibn Taymiyyah sagte, Kufr ist der mangelnde Glaube und dieser Buch Synonym für Iman an Allah und an seinen Gesandten. Gleich ob es mit Gläubigen verbunden ist oder nicht. Vielmehr gehört dazu der Zweifel oder auch die Abwendung aufgrund von Neid, Überheblichkeit oder der Befolgung der Neigungen, die von der Befolgung der Botschaft abhalten. As-Sa'di sagte, Kufr bezeichnet die vollständige oder teilweise Leugnung der Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Grund für die Bezeichnung des Unglaubens als Kufr ist, dass die Wahrheit bedeckt ist. Ibn al-Faris sagte, Kufr ist das Gegenteil von Iman. Er wurde so bezeichnet, weil dieser die Wahrheit bedeckt. Okay. Jetzt geht es um die religiöse Bedeutung von dem Begriff Kufr. Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyyah, gestorben 728 nach Hijri, sagte, Kufr ist Adamul Iman. Adamul Iman. Korrekterweise oder besser zu übersetzen, wäre dieser Teil mit Kufr ist das Nicht-Vorhandensein des Glaubens oder die Abwesenheit des Glaubens oder der fehlende Glauben. Um das zu verstehen, heißt es, der Iman ist ja, später sehen wir es noch da, gibt ja verschiedene Bereiche des Iman oder verschiedene Arten des Iman. Es gibt den Iman, den man im Herzen trägt. Das nennen wir eine Form von Al-Qalbi, das ist eine Form der Taten des Herzens. Nämlich etwas zu bestätigen, etwas zu glauben. Etwas zu glauben bedeutet, etwas wahr für wahr zu halten. Also in Arabisch das Ding. Ja. Deswegen ist die sprachliche Übersetzung von Iman ist Glauben. Also ist eine wunderbare sprachliche Übersetzung, überhaupt nicht dagegen einzunehmen. Dann gibt es aber auch, nach unserem islamischen Verständnis, eine zweite Form des Glaubens. Und zwar genau, durch die Taten, jetzt nicht durchs Herzen, sondern du meinst wahrscheinlich durch die Körperteile, vielleicht durch die Hände, durch die Füße, ja, dass man etwas betet, ja, dass man zur Moschee läuft, dass man das alles Ibadat. Und das sind auch alles Formen des Iman nach islamischem Verständnis. Und
Das dritte, was man auch unterteilen kann, wenn diese zweite ist, aber dann was wir sagen. Ja? Also manche unterscheiden nochmal das, was man sagt, als extra Tat. Und letztendlich ist es auch eine körperliche Tat, aber es ist kein großes Thema. Also die Unterscheidung jetzt, wie man das unterscheidet, die Kategorie ist, das wollen wir nicht beschäftigen. Entscheidend ist, ich habe es auch nicht erklärt, würde ich sagen, Iman ist quasi, dass du zum Beispiel, also dass du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Das ist Iman durch die Zunge. Und auch unbedingter Bestandteil, weil ich kann gar nicht Muslim sein, wenn ich Shahada gar nicht spreche. Okay. So. Was ist denn per Definition jetzt, wenn ich das nicht spreche? Eine Herzensangelegenheit, also mit dem Herzen. Nein, wenn ich es nicht ausspreche. Diese Schahada als Beispiel nicht aussprechen. Das ist nicht gültig. Was ist nicht gültig? Die Schahada. Ja klar. Und wie bezeichne ich das an? Kuffer. Das ist ja die Sache. Er hat ja gesagt, es ist die Abwesenheit des Iman. Der Kuffer ist Abwesenheit des Iman. Also ist das Kuffer. Und das bedeutet ja gerade, wenn die Abwesenheit von Iman Kuffer ist, nämlich dass es nicht vorhanden ist. Wie jemand zum Beispiel, machen zwei zum Beispiel. Jemand sagt, ich glaube, oder jemand glaubt an Allah im Herzen. Er glaubt an Allah im Herzen. Das ist Iman. Aber wenn der Glaube an Allah im Herzen nicht da ist, ist es dann einfach ein Vakuum? Nein, das ist Kuffer. Weil das ist per Definition die Abwesenheit von ihm. Okay? Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir verstanden, dass das Iman ein psychisches Gegenteil ist. Ich glaube, bis dahin wird auch keiner widersprechen. Okay? Und jetzt habt ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe oder so, ich habe jetzt das Seminar schon einmal gemacht. Und dann habe ich versucht, das ein bisschen den Begriff des Iman bei der Ahlus-Sunnah Jamaat zu erklären. Und das haben manche Leute entweder falsch verstanden oder falsch verstehen wollen. Zwei Möglichkeiten immer. Aber es ist kein Problem. Wir gehen jetzt davon aus, dass Menschen das nicht verstanden haben. Deswegen erkläre ich das noch ein bisschen ausführlicher. Der Iman bei der Ahlus-Sunnah Jamaat ist nicht eine Einheit, die also entweder ist sie da oder sie ist nicht da. Okay? Weil es ist nicht so, entweder glaubst du an Allah oder du glaubst nicht an Allah. Das macht zwar logisch Sinn, aber das ist nicht die Realität und das auch nicht der Islam. Sondern im Islam ist es so, es gibt zwar die Menschen, die nicht an Allah glauben, aber diejenigen, die an Allah glauben, sind nicht alle gleich. So ist mein Glaube an Allah Ta'ala viel schwächer als der Glaube von Jibril a.s. oder der Glaube von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und so weiter und so fort. So ist unser Glaube schwächer als der Glaube des Sahaba radiallahu ta'ala. Das heißt, wir glauben schon an die unterschiedliche Intensität des Glaubens. Das muss man verstanden haben, weil dann versteht man, warum Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich, wir nehmen ja den Glauben aus dem Koran, ja, aber jetzt umgekehrt, jetzt verstehen wir auch die Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und sind nah am Bruder, das heißt, wir haben ihn in ihrer Rechtleitung vermehrt. Und so sagen, hey, du bist rechtleitet oder bist rechtleitet? Nein, nein, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Da gibt es ziemlich viele Graustufen dazwischen. Ja. Und andere Ayat, zum Beispiel, Zadatum Imana, ja, also, ihr Glaube ist vermehrt, Ziyada ist das Mehrheit, das Mehrsein, oder die Zuführung.
besser gesagt. Das heißt, der Iman kann tatsächlich mehr und weniger werden. So. Und diese Thematik, da habe ich dann das so formuliert. Leider bei mündlichen Vorträgen ist der Satz jetzt nicht in Deutsch, aber ihr werdet es schon verstehen. Ein bisschen Iman kann da sein. 1 Kilogramm, 2 Kilogramm, 3 Kilogramm ist ja da. Ist aber nicht alles, wie es sein sollte. Aber wenn ich sage, nicht vorhanden sein des Glaubens, dann ist ja gar nichts mehr da. Wir sehen, es kann 5 Kilogramm Iman sein, 1 Kilogramm Kufr im Herzen sein und dann geht es und so weiter. Das heißt, bei dieser Angelegenheit, naja, wenn dein Iman nicht voll ist, dann ist er zum Beispiel halb voll. Ja, was ist denn mit dem Rest? Eine Definition, was ich vorhin gesagt habe. Versteht ihr? Und deswegen soll damit erklärt werden, es kann sein, dass im Herzen eines Menschen sowohl Iman ist, als auch Kufr ist. Und so Aufgabe ist, so zu beseitigen, logischerweise. So, das ist die Ausgangslage bei der Geschichte. Jetzt haben vielleicht manche Brüder diese Thematik falsch verstanden. Die haben gedacht, das bedeutet, es könnte sein, dass ein Christ auch gläubig sein kann. Ja, das kommt darauf an, was du damit meinst. Ja, natürlich ist damit nicht gemeint, dass wir den Christen oder den Polytheisten oder den Juden als gläubige Menschen bezeichnen. Diese Idee, das ist bis jetzt noch hoffentlich keiner gekommen, gut geht schon nicht. Sondern das Ganze basiert auf einem Hadith von Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, verstanden, oder? Wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mal Folgendes gesagt hat: Der Glaube, der Iman, besteht aus mehr als 60 Teilen. Und die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Glaubens. Ein Iman bedeutet, wo sie tun, ein Schurkar, wo ein Hayat Schurkar tun, in einem Iman. Okay. Das heißt, wir haben jetzt über 60 Teile des Glaubens. Der höchste davon ist der eigene Heil. Der mindeste davon ist, dass man Störung der Begebenheit aus dem Blick kommt. Eine Tat. Und Al-Haya mit Hamza, Al-Haya, Schamhaftigkeit, ist ein Teil des Glaubens. Okay. Was ist mit jemandem, der nicht sich nicht schämt? Der keine Haya hat. Ihm fehlt dieser Teil des Glaubens. Richtig? Der hat stattdessen diesen entsprechenden Anteil am Glauben. Aber ist es ein Unglaube? Manche Freunde sagen, Unglaube und Kufr für mich in diesem Vortrag und im Buch ist das Gleiche. Weil manche Leute sagen, dass die Übersetzung nicht richtig sei und nicht gut. Das ist jetzt nicht mein Thema, das ist nicht Übersetzung, mein Thema ist jetzt Definition. Okay? Ich habe es mir jetzt so definiert, dass es das Gleiche ist. Natürlich ist mit diesem Unglauben nicht der Unglaube, wie so Allah gehört und seine Engel, seine Propheten und seine Bücher. In dieser Form des Unglaubens gemeint, sondern der Unglaube in Form von Abwesenheit von Haya, Schamhaftigkeit. Okay. Und deswegen, genauso wie der Iman aus Zweigen besteht, besteht der Unglaube ebenfalls aus Zweigen. Und Zweige, woher kommen die Zweige? Aus einem Baum. Stellt die Zweige vor. Woher kommen sie raus? Von einem größeren Ast. Von einem, sagen wir, vom Stamm. Okay. Ast und dann am Ende vom Stamm, richtig? Das heißt, es kann keine Zweige geben ohne einen Stamm. Deswegen ist das Beispiel auch so schön. Ja. Und deswegen, wir reden jetzt nicht davon, von der Gültigkeit des Glaubens. Ob der Glaube etwas bringt oder nichts bringt, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber genauso, noch ein Beispiel. Ein Muslim. Der macht jetzt alles unter
jemanden vorsätzlich. Mord ist eine der schlimmsten Sünden, eine der großen Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala hat schwerwiegende Worte diesbezüglich im Koran gesprochen. Aber ist Mord bei Allah yawm al-qiyamah so schlimm, wie dass man Allah subhanahu wa ta'ala lieber Schirk macht? Der Schirk, Allah sagt, er wird ihn nicht vergeben. Inna Allah la yaghfiru an yushraka. Aber er sagt, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, vergibt, was darunter ist, immer. Und Mord ist darunter. Weil über dem Höchsten gibt nichts mehr. Alles ist darunter. Aber alles, was auf der Ebene des Schirk ist, dazu gehört der Koffer, weil man sagt, dann haben wir den Koffer, dann wird es die gleiche Ebene. Aber alles, was darunter ist, wie Mord, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, vergibt. Und wenn er will, macht er. Wie nennt man diese Handlung eines Muslims, der einen anderen Menschen tötet? Laut Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Kufr. Er sagt alaihi wa sallam, Sibabu al-Muslim al-Fusuq wa qital al-Wuf. Einen gläubigen Muslim oder einen Muslim zu beleidigen, ist Frevel. Fusuq, ein Fisk. Und ihn zu bekämpfen, ist Kufr. Also bekämpfen ist nochmal, das hat er noch nicht erledigt. Aber wenn er erledigt ist, ist dann noch das Tropfen, oder wird man das, also der Tropfen, der das Fass überlaufen kann. Verzweifeltlos ist ein Form des Kufr, wo er wieder einen gläubigen Menschen zu töten. Aber es ist nicht der Kufr an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Qiyam und seine Qadr. Das ist auch, versteht sich. Also kann ein Gläubiger Iman und Kufr gleichzeitig haben, weiß ich. Und das Gleiche gilt umgekehrt für den Nicht-Muslim, den Christen. Der Christ, ich sage gleich, das ist eine klare Aussage auch, also ich denke mir, okay, das ist jetzt hier, das ist ein richtiges Verständnis vom Koran. Nein, nein, die Imam haben das gesagt, das ist keine Alhamdulillah, bin ich nicht der Erfinder dieser Worte. Ja. Sondern der Christ zum Beispiel ist per Definition ein Kaffee. Aber gibt es Christen, die schamhaftig sind, oder gibt es keine? Es gibt Christen. Schamhaftigkeit ist eine menschliche Eigenschaft, die manchmal aus der Religion entspringt, sage ich mal, wenn man das macht. Das ist unformbar. Manchmal ist es auch eine charakterliche Sache, ist da bei den einen Menschen, bei den anderen weniger. Hat sicherlich auch viel was mit Erziehung zu tun. Und zu dieser Thematik, ja, das ist eben für den Christ. Er glaubt nicht an Allah subhanahu wa ta'ala als den einzigen Gott. Aber gleichzeitig hat er mit seinem Herzen Schamhaftigkeit. Ja, diese Schamhaftigkeit, wie willst du dir den nennen jetzt? Wie willst du diese Tat der Schamhaftigkeit seinem Herzen nennen? Per Definition ist es eine Form von Iman. Ist das eine Form von Iman, die ihm helfen wird, die auch oder nicht? Das ist eine andere Thematik. Kann sein, dass durch diese Schamhaftigkeit, dass er dadurch recht geleitet wird, weil er dadurch die muslimische Gemeinschaft kennenlernt und so paar mir gefällt das, die sind auch schamhaftig und das müsste die Menschen ja in dem Islam an aus verschiedenen Beweggründen machen. Finden sie etwas Gutes und dann sagen sie, ja, das gefällt mir Islam. Warum die meisten Menschen, die Islam annehmen, sind Frauen? Ja, weil sie sehen, subhanallah, das, was ich gehört habe oder was ich mitbekomme in meiner Gesellschaft, was sie mit Frauen machen, ist nicht der Frauenwürde. Ja? Die Muslime sind eigentlich diejenigen, die Frauen so behandeln, wie es ihnen gebührt. Ja? Also wenn sie nicht auch einen Teil der Gemeinschaft sind. Das heißt, der Glaube an Allah und die Engel, die müssen alle Sachen selbstverständlich. Kein Problem.
Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, hat sich mit einem bestimmten Vers zum Koran befasst. Man hat sich mit vielen Versen befasst. Aber unter anderem mit der einen, die noch Sache war, weil er ist, was er auch in den Scheiße. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Surat Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ja, lebt in dieser Surat. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Mehr begehrt oder mehr glaubt außer Allah, ist ein Muschrik. Nochmal. Wer mehr begehrt oder an mehr glaubt außer Allah, der ist ein Polytheist. Fast. Du lernst aber auch nicht anschauen. Sehr gut. Fast. Ja. Kannst du die Eier noch wiederholen? وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ich glaube, Allah sagt, sie glauben nicht an Allah, aber dass die meisten von ihnen, oder die meisten glauben nicht an Allah, aber dass sie dabei auch dann richtig, genau. Ma'lumin heißen, die glauben nicht. Okay? Aktoren, die meisten. Die meisten glauben nicht. Billahi, die meisten glauben nicht an Allah. Illa, außer, warum nicht nur, außer, dass sie dabei auch schenken. Man kann es auch einfacher formulieren und sagen, auf Deutsch würde das anders sagen, vielleicht würde man sagen, im Deutschen. Die meisten Menschen, die an Allah glauben, waren Schirk. Oder sind Muschrik. Oh Gott, ja, sind Muschrik. Der Vers ist schön. Die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm etwas beizugesellen. Das ist eine korrekte Übersetzung. Was sagt Imam Muqayyim zu diesem Vers? Weil der Vers ist ja sehr interessant, weil er spricht über Menschen, die Iman und Schirk beides haben. Während sie an Allah glauben, yu'minu billah, sind sie Muschrik. Also haben sie es vereint, haben sie Iman und Schirk vereint. Aber das ist die offensichtliche Bedeutung. Dieses Vers. Ibn Qayyim, Allah sagte, er hat ihnen den Iman zugeschrieben und den Schirk gleichzeitig dazu. Wenn zu diesem Schirk die Leugnung, jetzt macht er eine Fallunterscheidung. Jetzt macht er eine Fallunterscheidung. Er sagt, wenn zu diesem Schirk die Leugnung der Gesandten gehört, hilft ihnen der Iman an Allah, der mit ihnen ist, nicht. Sehr deutlich. Das heißt, sie haben Iman und sie belegen Schicke, ja trotzdem Iman. Aber dieser Iman, dieser Zweig, den wir schon gesprochen haben, ja, der Christ zum Beispiel mit der Schamhaftigkeit hat, der Christ, der an Allah glaubt, gibt es Christen, die an Allah glauben? Nein, gibt es viele. Ja. Es gibt sogar welche, die nur an Allah glauben, als einzigen Gott. Die nicht mal glauben, an, dass er einen Sohn hat. Gibt es auch solche Christen. Nennt man Unitarian. Es gibt welche, die nur an Allah alleine glauben. Aber hilft ihnen dieser Iman, während sie gleichzeitig Schirk begehen? Er sagt, Imam, sagt er einfach mal, wenn mit dem Schirk in dem Vers gemeint ist, dass ihr Schirk ist, dass sie die Gesandten verleugnen, oder einen Gesandten verleugnen, oder die meisten verleugnen, dass sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam verleugnen, dann hilft ihnen ihr Iman an Allah nicht. Dann sagt er, zweite Frage. Sollte es daneben aber Glaube an seine Gesandten geben,
Glauben an die Gesandten und den letzten Tag ausschließen, so verdienen sie die Drohung noch eher als diejenigen, die große Sünde begehen. Das muss ich kurz erklären. Aber zusammengefasst sagt er, erstmal zusammengefasst sagt er, wenn sie aber, wenn mit diesem Schild der kleinen Form, die kleine Form des Schildes, er meint es, ja, und nicht die große Form des Schildes, wie das man nicht an Allah glaubt und nicht an die Gesandten glaubt, nicht an die Jahre glaubt, nicht an den letzten Tag glaubt, dann verdienen sie zwar, dann verdienen sie, sagt er, also Klammer auf, dann sind sie Gläubige, da gilt jetzt Gläubige, ja. Aber trotzdem sagt er, verdienen sie die Drohung. Warum verdienen sie die Drohung? Ja, sie groß, weil sie klein sind, ein kleiner Schild. Ist schlimmer als die großen Sünden. Also muss man sich auch bewusst machen. Also wenn du hier in den Schild kommst und ein Gebet verrichtest, nur damit dein Nachbar mit dir zufrieden ist, dann machst du gerade etwas, was bei Allah so schlimmer ist, als Zinsen zu nehmen, Sinner zu begehen, Alkohol zu trinken und jemanden zu töten. Weil es geht um die Sache, wie es aus der Sicht von Allah ist, so kam und da, aber nicht aus der Sicht unserer Sicht. Deswegen ein Schild. Wenn es der kleine Form ist, ist die größte aller großen Sünden unter dem Kuffer. Aber man muss verzeihen, wenn wir über etwas begangen haben. Weil wir sowieso nicht verzeihen können, was auch immer. Sagst du zu mir, aber warte, er verzeiht nicht. Nein, er verzeiht nicht, dass man ihm etwas beigesetzt, wenn du keine Taube brauchst. Wenn du ihn nicht um Verzeihung bittest. Aber wenn du um Verzeihung bittest, Zeit, auch den Schild, auch den Kuffer. Warum? Wieso sonst der Christ muss nicht werden? Das heißt, dieser Ibrahim macht also hier klar, dass ein Muschrik durchaus auch Formen des Iman haben kann. Allerdings hilft ihm das nicht. Ja, und dasselbe sagt auch Sheikh al-Islam, den kennt ihr, nach Allah Ta'ala. Und schreibt das auch Imam Ahmed ibn Hanbal zu. Also das ist jetzt außer Imam Ahmed ibn Hanbal, das ist Imam Ahmed ibn Hanbal. Das heißt, das sind keine Sachen, die jetzt irgendwie neu entstanden sind, in der heutigen Zeit durchaus sagen, nein, im Ausland sind, und auch auf die Salaf zurückzuführen. Und das ist genau da, das ist wohl der Nahra. Deswegen kann man sehr wohl sagen, ich hoffe, dass jetzt diese Sache ist und dass man nicht irgendwie einen Teil verstanden hat. Wenn du das nicht verstanden hast, lieber Bruder, dann musst du nicht immer alles zum ersten Mal verstehen. Du wolltest schon. Ich habe in der Universität auch nicht immer alles zum ersten Mal verstanden. Ja. Aber dann hörst du nochmal. Und wenn dir etwas unklar ist, dann frag nochmal nach. Das ist das Problem. Sag, ich brauche kein Beinbruch. Ich weiß genau, der Redner hat es viel einfacher. Der redet und quasselt und erzählt. Und der weiß ja, was er sagt. Aber der Zuhörer, der muss nur einmal abgelenkt werden durch einen Nachbarn, der reinkommt, jemand da aufhört, ein Bus, was da. Und dann ist er kurz aufmerksam, hat den Faden verloren, er hört dann einen Satz vor, einen Satz nach und schreibt uns dann zu. Deshalb kann man sagen, der Christ, der an Moses glaubt, Christ glaubt an Moses. Ja? Der hat Glauben. Der hat Iman an Musa, aber dieser Iman hilft ihm nicht. Dieser Iman ist ungültig. Dieser Iman, der wird ja auch noch mehr kein Gewicht haben in der Waqsha. Warum? Weil er Muhammad zu Hause verleugnet. Weil in Allahs Gesetz der einen Gesandten verleugnet, so wie der andere verleugnet. Was gibt es Unterschied hier? Die haben sich ja gegenseitig bestätigt. Jetzt kommst du zwischendurch und bestätigst einen Teil davon. Das funktioniert nicht. So, ich hoffe, dass diese Sache klar und deutlich ist. So, wie man schon sagt, lange Rede. Jetzt machen wir immer am Ende von so 3-4 Stunden Fragen, wenn es keine Fragen gibt. Wenn es keine gibt, machen wir 15 Minuten Pause. Aber wir 10 Minuten brauchen. Weiter schauen. Weil die Aufmerksamkeit, finde ich, endet zu meiner Trafik.
ich, also jeder, was fragt, damit ich abschätze, wie viel Zeit ich in der Hand habe. 1, 2, 3, 4. Oh, ist klar. Ich glaube, das ist gut. Meine Frage ist, ganz am Anfang von, also zu Beginn, des Seminars haben, hast du erwähnt. Ein bisschen lauter, ich weiß. Ja. Am Anfang des Seminars hast du erwähnt, dass ein Affen oder anders genannt, quasi die Aufmischung von Sünden komplett auf der anderen erreicht wird, wenn man das so früh wie möglich bereut, die Sünde. Also quasi so früh wie möglich Taube macht, weil ja 6 Stunden danach die Engel das aufschreiben. Wie kann man die Sünden auch ausgelöscht bekommen, ohne dass man diese Bewegung erreicht wird? Also man hat es erst am nächsten Tag geschafft, man hat es erst am nächsten Tag die Reihe gespielt. Kann man noch irgendwas machen, damit man trotzdem die Sünden ausgelöscht bekommt? Vielleicht diese drei Verhältnisse zum Beispiel, mit Baumelecker Anführungsstrich und Werkstatt vor allem. Genau, danke auch darauf wollte ich hinaus. Also Bruder fragt, ich wiederhole die Frage nochmal, ich weiß nicht, ob es vielleicht im anderen Raum Schwestern gibt oder so, keine Ahnung. Wisst ihr das, ob es gibt? Ja. Die Frage noch, gibt es noch andere Dinge, die man tun kann, damit man aus ein paar Tagen eine Sündenwechsel hat, sage ich mal. Ja. Auch wenn es nach den 6 Stunden ist, wird der Engel aufschreiben. Und ja, auf jeden Fall, das war. Allgemein das Dua auf jeden Fall, das war Allah, wenn du darum bittest. Und Barakallahu fik, du hast einen erwähnt, auch noch mal den Afu, Allah, du bist derjenige, der Afu macht. Und Afu ist eigentlich die Vergebung. Ja. Aber manche sagen, dass gerade wenn es in Zusammenhang mit anderen Worten vorkommt, was Vergebung angeht, dann ist es hier das, die Vergebung im Sinne von, dass sie ausradiert. Ja. Und dann gibt es auch, ja, wie wir alle wissen, wird man alle darum, dass wir zu diesen, wie viele Gruppen, 70.000 Menschen werden lassen, ja, die im Rihama ins Paradies gehen dürfen, ohne dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Nach Islam oder andere, ohne Rechenschaft, ohne Strafe. 70.000. Es tauchen natürlich sehr, sehr wenige. Aber das Entscheidende sind die Eigenschaften. Was machen diese 70.000? Erstens, sie fordern keine Lesung von anderen. Manche werden aber sagen, gar keine Lesung. Manche sagen, es ist keine verbotene Form der Lesung. Was gibt es? Weil du kriegst auch Schild. Was machen sie noch? Ein Kälte, ne? Behandlung mit Feuer. Ja, das heißt es auf Deutsch. Kautisierung. Ja, dass man Stellen verbrennt im Körper. Kautisierung gibt es auch verschiedene Formen. Es gibt so die Form von, kennt ihr so wie chinesische Medizin, steckt ein paar Nadeln im Kopf, und das auch drauf. So etwas gibt es auch. Das sind diese Formen. Aber es gibt auch erlaubte Formen. Beispiel, wenn früher jemand blieb, seinen Finger verloren hat oder so, irgendwie musst du ja die Blutung stillen. Da haben wir das Öl gemacht, zum Beispiel, um diese Stelle zu verbrennen. Und dann war verblutet. War diese, ja, eine dritte. Sie begehen keine Aberglauben. Genau. Wozu ist das? Ja, also sie Glücksbringer oder Omen. Genau, und macht kein Tatayur. Tatayur tatsächlich, also sie glauben nicht an so Omen, Glücksbringer und solche Sachen. Sternbilder. Du bist ein Fuchs, deswegen wirst du nicht heiraten oder sowas. Interessant zu machen, die Rechenleitung hat nicht viel mit Intelligenz der Menschen zu tun. Manche Doktoren und Professoren, das sind also, ich glaube, fest daran, dass. Nein. Und das Vierte ist es Wort des Viertes. Aber was sagt er als Viertes? Wa'ada rabbihim yatawakkalun. Und sie vertrauen auf ihren Herrn ganz allein. Und das ist entscheidend bei all diesen Sachen, die erwähnt wurden. Es geht um das Vertrauen zu Allah. Und das Vertrauen ist unterschiedlich stark. Aber wenn jemand, ich sage noch eines, ein schönes Beispiel für mich immer, wenn jemand für Allah ta'ala seine Zakat hergibt. Ein Teil seines Vermögens im Glauben daran, dass Allah das dieses Vermögen gegeben hat. Während ich Allah hätte diese Sache nicht gekauft und gesagt, gut, ich habe das. Ich habe
ein reicher Mann. Er hat gesagt, man hat ihm gesagt, ja, du bist ja reich geboren sozusagen, hast viel geerbt. Und dann, den größten Teil von diesem Erbe habe ich durch eigenen Fleiß. Das ist die Verleugnung des Herrn zum Mann. Das ist abgesehen davon, dass man nicht für ihn hergibt, subhanallah. Aber wenn du gibst was her und du glaubst, dass Allah Ta'ala das sieht und du glaubst, dass Allah deine Absicht kennt, sonst hättest du es einfach als Sadaqa gegeben, sonst hättest du es gegeben und gesagt, ja, ich will auf jeden Fall eine Spendenbescheinigung haben. Ja, ich will auf jeden Fall, dass mein Name da auf der Liste erscheint. Okay. Nein, nein, du hast es hergegeben und du willst unbedingt, dass niemand das was außer Allah hat. Du glaubst, dass Allah dein Herz sieht. Deswegen, Sadaqa ist ein Zeichen des Glaubens. Und du glaubst, dass aufgeschrieben wird von Engeln. Und du glaubst, dass Allah nicht vergisst. Und du glaubst, dass Allah dich auferstehen lässt, dass wir umher. Du glaubst, dass Allah dich dafür belohnen wird, dir umher. Und du glaubst an die Jinn, wenn sie gemacht wird, dass er umhergeht. Unglaublich viel Schmerz. Wer Sadaqa für Allah zu planen hat, gibt aber höchstens am besten keiner davon, dass man bekommt. Ikhlas ist schwer. Ikhlas ist schwer. Ikhlas ist schwer. Denk nicht, dass man auf die gleiche Schulter nimmt. Ikhlas ist eine der schwierigsten Angelegenheiten überhaupt. Du bist immer durchgeprüft. Ja. Und deswegen korrigiere deine Absicht immer wieder. Vor allem sind wir auch deswegen, dass du zu der Frage, dass du, dass du diese vier Bedingungen erfüllst, dann beten wir klar, ja, okay, musst du auch entscheidend haben, gar nicht erst gefragt werden und dann. Zu der Aussage von Ibn Qayyim, ich bin da kurz nur nicht mitgekommen. Wenn die Schirk leugnen, und also die ja nicht an den Gesandten glauben, die haben quasi keinen Iman. Und sollten sie aber an die Gesandten glauben? Ja, sie haben Iman. An Allah haben sie auf jeden Fall den Vers. Okay. Nur hilft ihnen dieser Iman an Allah, kommt auf die Art des Schirk an, worum es geht. Allah hat nicht mehr an den Iman. Allah hat nur gesagt, es gibt sieben Schirk. Aber Muschrik, also Muschrik im Arabischen bedeutet auch, dass sie begehen Schirk. Okay? Mufrik, ja, Muschrik, begehen Schirk. Jetzt die Frage ist, welche Form? Er sagt, wenn die Form des Schirk gemeint ist, zu leugnen, die Gesandten, dann hilft ihnen nicht die Gesandten, man kann auch was anderes sein. Dann hilft ihnen der Iman Allah nicht. Aber wenn eine kleine Form des Schirk damit gemeint ist, dann sind sie ja Muslime. Dann hilft ihnen das. War das das? Das war die Frage. So, da waren noch zwei. Anknüpfend zu dieser Frage war Klopfikum. Ist es korrekt, wenn man sagt, dass die Bedingung daran geknüpft ist, ob man sagen kann, jemand hat Iman, daran, dass er Muslim ist? Weil zum Beispiel erwähnt sich die Christen. Die glauben nur an Allah. Aber also ist es, und du hast auch erwähnt, dass das dann nicht gültig ist. Ist die Bedingung dafür, dass man Muslim ist, also um das überhaupt als Iman zu bezeichnen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, glaube ich, auch in Surat al-Hujurat, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Also er hat gesagt, dass ihr nicht sagen sollt, wir haben Iman, sondern wir sind Muslime. Also es ist eine Voraussetzung, um zu sagen, dass auch ein Christ zum Beispiel Iman hat, oder nicht? Es kommt jetzt wieder darauf an, was du mit Iman meinst. Wenn du mit Iman meinst, dass er als gläubiger Mensch in dem Qiyamah auferstehen wird, ja, dann natürlich ist die Voraussetzung, dass er Islam angenommen hat. Das war das Voraussetzung nicht denkbar. Ja. Aber wenn du mit Iman meinst, dass er an Allah glaubt, die Tatsache, dass er an Allah glaubt, die Tatsache, dass der Christ glaubt an die Auferstehung, die Tatsache, dass der Christ glaubt an Engel, der Christ glaubt auch an Engel. Ja. Diese Form des Iman ist ja da. Nur, was die Frage ist, was hilft es ihm bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er in diesem Zustand stirbt, was dann? Ja. Diese Fallentscheidung muss man schon machen. Aber beim Vers, den du erwähnt hast, in Surat al-Hujurat, dieser Vers, da geht es ja hierher um, dass der Iman in diesem Fall eine Stufe ist über den Islam. Und das ist auch ein schöner Hinweis, wie gesagt, dass wir auch sehen, der Iman ist nicht immer
das Gegenstück zum Kuffer, sondern der Iman über die Wanne Muslime. Die haben gesagt, er sagt, du hast dann gesagt, sag doch, wir sind Muslime. Das heißt, manchmal ist der Iman auch nicht ein Gegenstück zum Kuffer, sondern ist in diesem Kontext eine Stufe über dem Islam und unter dem Ihsan. Also, das heißt ja, manche Briefe über 60 und manche Briefe über 70. Okay? Das gibt bei der Version. Und der Prophet Sassan hat nicht sie aufgezählt. Ja, also ähnlich wie bei den Namen Allahs, hat sie nicht aufgezählt. Aber natürlich gibt es Versuche, das zu, herauszufinden, sag ich mal. Aber du weißt aber, die Frage ist immer, wie das eingeteilt wird. Kannst du Iman und Allah, die Engel, Yom al-Qiyamah, aber Yom al-Qiyamah, da gibt es so viele Ereignisse an dem Tag. Ja. Welcher davon ist jetzt ein Zweifel, welcher ist kein Zweifel? Ja. Aber ich denke, das ist auch nicht unbedingt jetzt das Wichtigste am Hadith. Der Hadith hat ja eine Hauptaussagekraft. Und eine der Hauptaussagekräfte ist ja eben, dass du musst. Du kannst schon noch an deinem Iman arbeiten, der kann dann besser werden. Ja. Und der kann auch schlechter werden. Und das ist halt nicht immer stetig. Ja. Aber jetzt, welche konkret? In dem Kalif wird ja auch die Schamhaftigkeit erwähnt. Ja. Und es hieß ja, dass wenn man zum Beispiel ein Teil, wenn ein Teil fehlt, dass jeder Teil der Kufr ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, per Definition. Weil wenn die Abwesenheit von Iman. Sheikh Hassan sagt, Adab und Iman ist Kufr. Abwesenheit von Iman ist eine Form des Kufr. Aber natürlich gibt es kleine Formen davon. Ja, und das ist zweifellos eine kleine Form. Okay, dann 10 Minuten.